Ich gehe mal ganz langsam an den Typen vorbei. Der sieht ein bisschen stark aus. Lucy Kick! Naja, 70 Euro ist normal für ein Spiel, was neu rausgekommen ist. Ist ja kein Indie-Spiel. Ich kann nur einen in der Barriere geben. Ah, Scorpio! Danke für dein Abonnement mit Twitch Prime. Wow. Danke auf jeden Fall für die Unterstützung. Los, Scorpio! So, Moon Flash! Naja, vergleichen? Ich vergleiche Spiele ungern eigentlich. Aber kann sein, dass manche Sachen vielleicht von anderen Entwicklern übernommen werden für ihre eigenen Spiele oder so, dass sich die Sachen ähneln. Really? Final Fantasy 12? Nur wegen dem Request Board? Dann müssten aber die meisten Spiele, die so ein Request Board besitzen, sich gleichen.
Zumal dieses Request Board gehört zur Serie ja dazu. Das existiert in der Serie ja. Und in vielen MMOs existieren auch solche Request Boards, Aufgaben und so. Ein gängiges, ja. Ist etwas, was auf jeden Fall öfters in Spielen vorkommt. Ach komm, dich prügel ich weg. Ich bin Ersa. Ja. Okay, wir machen ernst. Haben Sie wieder Circle Sword? Moonflash! Irgendwie Attacken auf einen Charakter. Die kann sich nur um 200 heilen? Mal sehen, was macht Trinity Sword für einen Schaden an dir? 162. Hör auf damit! Moonflash! Das kannst du gerne noch öfters machen. Ich bin nämlich gleich voll. Nochmal Moonflash! Aua! War nett mit dir, Wendy. Level 10, pa? Let's do this again. So, jetzt rede ich mal mit dir. 7 years down the line. Dem Controller ist es auch zu warm, der will gleich aus. Alter, nicht mal.
Wow, was? Nicht euer Ernst? Findest du? So, mal eben aufgepimpt. Ah, da ist sie. Ist doch das, was ihr sich wünscht. Ja! Ah, hier ist doch noch ein kleines Kind. Die wächst doch noch. Wie alt ist sie? 12? 13? 14? Neugierig ich bin. Okay, das Alter ist doch, wow, ernsthaft. Okay, eigentlich müsste sie eine alte Oma sein, laut diesem Alter. Na, da haben wir es doch. 12. Die ist nämlich eigentlich 12.
Ah. Hey, what? No, I was thinking I should clean up my room tomorrow. So I left the day open. Oh, darn. I'm free, so I thought I'd invite you out somewhere. Oh, that wouldn't be a problem. I can clean anytime. Don't put that off my, for my sake. Cleaning is important too. But cleaning on your day off, I could learn a thing or two about responsibility from you. What do you usually do on your days off, Lucy? Well, I might hang out with someone or walk around on my own. I guess I mostly just read in my room. Is doing a lot of reading important when writing a novel? I'm not sure. I've just always really enjoyed reading. Do you have any recommendations? I might not be quite the reader you are, but I do enjoy a good book. I have lots of suggestions. Next time I come over, I'll bring you some books. Ah, ich hasse es, Englisch zu lesen. Ah. Race Magic Chains Chain Rod Raid. So, a Bond Rank. Haben wir auch schon mal ein weiteres. Oh. Ja, San Lucy. Heather, why don't we go out for a tea together from time to time? And now the perfect place. It's a cafe with a delicious cheese souffle. I didn't know there was somewhere like that. It's tucked away down a little alley. I'll let you in on its location. That sounds great! Yeah, I want to look at some clothes before we go. Mind coming with me? Not at all. I was just thinking about buying some myself. I know a good store. Would you like me to take you? You have a favorite clothing store? That's a little surprising. What's it like? I've been going there for years. They have some incredible talented artisans. Not only do they have superb armor in stock, but they'll make anything I order to perfection. Armor? Is that what you want to buy? Of course, there's one piece I simply must have. Es war doch klar, dass die Rüstung haben wollte. Also kaufen gehen wollte. I was talking about regular clothes. You know the ones made from fabric?